Herzlich willkommen zum Video über Common Spatial Patterns in unserer Classifier-Serie. In gewisser Weise gehört dieses Video gar nicht so richtig zu Classifiern, denn es handelt sich bei Common Spatial Patterns, ähnlich wie der PCA, dem Whitening, der SFA, um eine Preprocessing-Methode, die Daten in eine bestimmte Weise, in einer bestimmten geschickten Weise dreht. Passt aber am Ende doch ganz gut an diese Stelle rein, denn Common Spatial Patterns respektiert dabei die Gruppen. Wie sieht das aus? Also wir haben normalerweise sehr, sehr viele Feature. Es können zum Beispiel Zeitreihen sein, die sich dann in zwei Gruppen unterscheiden. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel diese drei Zeitreihen auf einer Variable über viele Zeitpunkte in Gruppe 1, die in Gruppe 2 anschaut, ist man doch sehr gechallenged, da einen Unterschied festzustellen. Das war der Grund, warum wir Preprocessing eingebaut haben. Wir haben verschiedene Techniken eingeführt, die jetzt in der Lage sein sollten, möglichst die wichtigen Komponenten rauszufinden und dann in der Hoffnung, dass in den wichtigsten Komponenten auch der Unterschied zwischen den beiden Gruppen zu sehen ist. Was war das nochmal? Was sind das für Techniken, die wir jetzt schon haben, um unsere Daten für die Klassifikation oder für irgendetwas anderes vorzubereiten? Sagen wir mal einfach wild, ja, Video stoppen, mal einen Bleistift und ein Papier zur Hand nehmen und aufschreiben alles, was einem jetzt gerade einfällt, wie man Daten irgendwie verwursten kann, sodass neue Daten rauskommen, die helfen könnten, wichtige Informationen zu finden. Ein paar haben wir eben schon genannt, aber das sind eher die komplizierteren, wenn man so will. Es gibt ja auch ein paar ganz einfache. Aber hier. Ganz simple Gruppenstatistik. Ich könnte mir auch für beide Zeitreihen einfach mal den Mittelwert der Variablen ausrechnen. Vielleicht ist eine Kurve generell höher in Gruppe 1 als in Gruppe 2. Leichter geht ja wohl kaum. Ne? Die Varianz ist aber auch naheliegend. Vielleicht variiert die eine stärker als die andere. Ne, das sind beide um 0 herum, aber die eine hat Ausschläge bis 100, die andere hat Ausschläge bis 10. Das sollten wir dann im Allgemeinen auch erkennen können. Da sollte man die Gruppen auch davon unterscheiden können. Wir haben auch alle anderen deskriptiven Sachen, Median, Mode, vielleicht mehrere Modes, Entropie, was uns immer einfällt. Wir können eine Principal-Component-Analyse machen. Ja, die Sachen, die rauschend sind, die würden dann wahrscheinlich wegfallen, zumindest normal verteiltes Rauschen. Und die Komponenten, in denen viel Varianz ist, würden überbleiben, sind ja oft die wichtigeren. Whitening, ein bisschen das gegenteilige Idee, ne? Wir blasen die kleinen Komponenten gerade auf. Whitening machen wir ja dann, wenn wir vermuten, dass die wesentliche Information, die wir suchen, unter der Normalverteilung versteckt ist. Also die normalverteilten Anteile ziehen wir weg durch das Whitening und hoffentlich bleibt etwas über, wo wir die Gruppenunterschiede sehen können. Slow Feature Analysis, ne, das eignet sich für Zeitreihen, dann, wenn wir vermuten, dass die wesentliche Information, die wir suchen, in Kombination, in Linearkombination unserer Daten versteckt ist, die sich nur langsam über die Zeit ändern. Inhaltlich eine vernünftige Überlegung. Viele von denen sind nur Rotationen, Reskalierungen, super gute Ideen, aber keine von denen respektiert die Gruppen selbst. Ja? Keine von denen agiert irgendwie anders, abhängig davon, zu welcher Gruppe jetzt ein Proband gehört. Das könnten wir doch mal einbringen, diese Idee. Und das, die Idee ist dann ein Common Spatial Pattern. Gucken wir uns mal einen Fall an. Also hier haben wir unsere älteren Probanden, rot, und unsere jüngeren Probanden, blau. Jetzt merkt man erstmal, wenn man hier sowas wie ein Mean Classifier oder auch eine LDA versucht, wenig Chance, ja, weil die Mittelwerte sind ungefähr gleich, die sind hier, die Verteilungen in den beiden Gruppen sind nicht gleich, was immer gegen die LDA spricht. Tja, sieht nicht so gut aus. Auch die Varianzen sind bei beiden gleich. Also wenn ich jetzt nur sowas machen würde, dass ich sage, ich nehme mal die quadrierten Werte und gucke mir die dann an. Und wenn die sehr hoch sind, zum Beispiel ist es eher jung oder eher alt, das würde ja dafür sprechen, dass die mehr variieren, dann habe ich hier leider auch keinen großen Effekt. Ne? Das sind beiden, sowohl hier in dem Training Physical Test Score, was immer das ist, und in dem Training Before Test. Jedenfalls habe ich auf beiden Dimensionen ungefähr die gleiche Varianz auch. Trotzdem sieht mein Auge natürlich sofort, dass hier ein Unterschied zwischen den beiden Gruppen besteht. Geschickt bin ich, wenn ich die Korrelation ausrechne.
Das entspricht auch für jeden einzelnen Probanden dem Produkt von den beiden Variablen. Dann würde ich nämlich bei jüngeren Probanden eher was Positives kriegen. Hier heben sich die beiden Vorzeichen hier weg. Und bei den älteren Probanden eher was Negatives. Das wäre ein guter Trainer. Aber da muss ich erstmal per Hand drauf kommen. Die Frage ist, kriegen wir das auch im höherdimensionalen Raum durch eine geschickte Drehung hin? Wenn wir das drehen, ne, dann landet das wieder irgendwo und vielleicht hier. Und hier ist gut. Ja, das wollen wir, denn hier ist die älteren Probanden, die haben ganz wenig Auslenkung auf der Y-Achse, die jüngeren ganz wenig auf der X-Achse. Und wenn ich jetzt die einzelnen Achsen, also die Ladungen der Probanden auf den Faktoren quadriere, dann komme ich bei den jungen Probanden auf hohe Höhe und bei den älteren Probanden bei den jüngeren Probanden auf sehr hohe Werte beim ersten Faktor und bei den älteren beim X-Faktor. Na, X ist meist der erste, ne? Das wäre das bei den älteren eher auf dem ersten, bei den jüngeren eher auf dem zweiten. Das würde ich also gerne hinkriegen. Ich würde gern die Achsen so drehen, dass Probanden der einen Gruppe auf manchen Achsen sehr viel variieren und die anderen dafür wenig und die auf den anderen Faktoren genau umgekehrt. Wie mache ich das? Die erste Idee ist, wir ziehen den Mittelwert von jeder Gruppe ab und weiten den ganzen Datensatz, ohne die Gruppen zu beachten. Dadurch ziehen wir alle normal verteilten Informationen aus. Und das ist schön, denn was überbleibt, ist nur noch die Normalverteilung innerhalb der einzelnen Gruppen. Also die gemeinsame normalverteilte Information killen wir. Dann machen wir eine PCA, aber nur auf eine der beiden Gruppen. Wenn wir jetzt der einen der beiden Gruppen, weil das Ganze ja weiß ist vorher, ne, wenn wir jetzt auf der einen der beiden Gruppen viel Varianz erzeugen, muss die Varianz irgendwo anders ja fehlen. Denn insgesamt ist die Varianz ja in jede Richtung 1, weil wir sie ja geweitet haben. Also wird die Varianz in der anderen Gruppe sehr klein sein. Und damit kriegen wir diese Trennung hin. Okay, das machen wir. Wir betrachten dafür mal die beiden Kovarianzmatrizen der beiden Gruppen und die gemeinsame Kovarianzmatrix. Und um jetzt weniger schreiben zu müssen, habe ich hier die Summe der beiden genommen gleichzeitig und gucken an, was jeweils passiert. Also erster Schritt in unserer Idee war, dass wir diesen Teil hier whiten. Dann kommt mit einer Whitening-Matrix Q, die kommt dann links und rechts hier dran. Und die kann ich dann einklammern, dann ist es Q mal C1 mal Q transponiert plus Q mal C2 mal Q transponiert. Und das Ganze ist die Einheitsmatrix, denn das ist ja die Idee vom Whitening, die Einheitsmatrix zu erzeugen. Was passiert bei der gleichen Transformation links und rechts? Naja, da bekomme ich die beiden Summanden hier raus. Ne? Den und den Teil zusammen ergeben die meine Einheitsmatrix. Jetzt mache ich eine PCA, aber nur auf der ersten Gruppe. Also ich hole mir eine PCA-Matrix, die nenne ich jetzt mal P, um sie von dem Q zu unterscheiden. Und diese PCA-Matrix setze ich jetzt hier links und rechts an das Ding ran. Und diese PCA-Matrix auf diese Matrix hier ausgelegt, das heißt, die wird die so rotieren, dass eine Diagonalmatrix rauskommt mit den Eigenwerten auf der Diagonalen, wie wir das kennen. Was passiert jetzt, wenn wir das mit den anderen beiden Gruppen machen? Also hier kommt jetzt auch diese Matrix raus und insgesamt kommt P mal, naja, diesem Kram hier raus. Dieser ganze Kram hier, die ganze Klammer, ist aber nach Konstruktion I. So haben wir es ja gebaut, dass das hier gerade die Einheitsmatrix ist. Das heißt, es bleibt P mal P transponiert über. P und P transponiert sind aber also orthogonale oder orthonormale Matrizen. Und bei orthonormalen Matrizen ist das Transponierte das Inverse. Das heißt, die beiden heben sich gegeneinander auf und bleibt immer noch I über. Ja, also, jetzt habe ich die Frage vorweggenommen. Wie sieht diese Matrix aus? Das ist die Identitätsmatrix. Schön, also wir haben diese Matrix plus diese Matrix ist die Identitätsmatrix. Wie sieht diese Matrix nochmal aus? Auch das habe ich eben schon vorweggenommen, aber ist jetzt schon wieder eine Sekunde her. Kann man das Video stoppen, statt es zurückzuspulen und sich überlegen, wie sieht diese Matrix hier aus?
Na, eine Identitätsmatrix ist es nicht. Na, das wäre ja ein Whitening, das haben wir ja nicht gemacht. Ja, symmetrisch ist sie, das ist richtig. Aber insbesondere ist sie sogar diagonal. Und zwar mit den Eigenwerten auf der Diagonalen. Lambda 1 bis Lambda k von dem PCA genommen, also die Eigenwerte dieser Matrix hier. Lambda 1 im größten, Lambda k im kleinsten. Diese Matrix plus diese Matrix ergibt diese Matrix. Ergo, wie schaut diese Matrix aus? Genau, was für eine Trickfrage wird diese Frage erlaubt alle Antworten. Es ist eine symmetrische Diagonalmatrix. Und auf dieser Diagonalmatrix steht jeweils 1 minus Lambda i. Denn hier ist es ja 1 und hier Lambda 1. Da muss hier links oben 1 minus Lambda 1 stehen. Clever! Denn jetzt haben wir offenbar Faktoren gefunden, die in dieser Gruppe absteigend sortiert sind von ihrer Varianz. Und in der Gruppe 2 aufsteigend sortiert sind. Und alle zwischen 0 und 1 liegen, weil wir sie vorher geweitet haben und sie zusammen immer noch 1 ergeben müssen. Wunderbar. Ja, jetzt haben wir also genau das, was wir wollten. Der erste Faktor hier, der hat hier eine sehr, sehr hohe Varianz in Gruppe 1, dafür eine sehr niedrige in Gruppe 2. Der letzte Faktor hat hier eine sehr niedrige Varianz, dafür eine sehr hohe Varianz in Gruppe 2. Jetzt haben wir also genau unsere Rotation geschafft, die unser Datensatz abhängig von der Gruppe sortiert nach Varianz. Insbesondere, weil die Kovarianzmatrizen positiv definiert sind, müssen wir uns auch nicht damit rumschlagen, dass etwa einer dieser Lambdas hier kleiner als 0 sein könnte oder dann dieses hier entsprechend kleiner als 0, wenn es größer als 1 wäre. Die und die müssen beide zwischen positiv sein und in Summe 1 ergeben und damit sind sie Lambdas alle zwischen 0 und 1 eingesperrt. So funktioniert also ein Common Spatial Pattern. Jetzt nochmal formal zusammengefasst in einer Folie. Erster Schritt, wir subtrahieren die Mittelwerte von beiden Gruppen und bauen eine Whitening Matrix auf der Summe der beiden Kovarianzmatrizen. Dann bauen wir eine PCA Matrix auf der gewhiteten einen Gruppe. Welche wir nehmen, ist egal. Die Sortierung ist einmal so, dass die erste Faktorgruppe 1 ist und einmal so, dass die erste Faktorgruppe 2 wäre. Aber nehmen wir mal, warum nicht die erste Gruppe, das ist C1. Und PQ ist dann die Common Spatial Patterns Rotation. Und was wir jetzt eben gezeigt haben, ist, die ersten Faktoren, die wir von der Common Spatial Pattern kriegen, haben hohe Varianz in Gruppe 1 und niedrige Varianz in Gruppe 2. Und genau andersrum für den letzten Faktor. Und somit ist die Common Spatial Pattern genau das, was wir wollten, um effektiv Classifier anwenden zu können. Alles, woran wir jetzt denken müssen, ist, dass wir den Classifier danach auf den Quadraten der Werte machen. Ne, denn die Quadrate der Werte müssten jetzt auf den ersten Faktor hohe Werte haben für Gruppe 1 und auf dem letzten hohe Werte für Gruppe 2. Deshalb ist üblicherweise die CSB gefolgt von einem linearen Classifier auf den Varianzen der ersten paar und der letzten paar Faktoren. Man versucht sich hier meistens nicht auf den ersten und auf den letzten alleine zu beschränken. Das wäre natürlich auch erstmal nicht dumm. Ja, das sind ja die, wo der Unterschied am größten sein müsste. Aber das ist natürlich auch kein perfektes Verfahren. Und deshalb nimmt man meistens noch ein, zwei dazu. Und lässt dann den linearen Classifier die Gewichte dazu sortieren. Und wenn alles gut funktioniert hat, müsste das Gewicht auf dem ersten Faktor und auf dem letzten Faktor am größten sein, in unterschiedliche Richtungen natürlich, und dann auf den mittleren Faktoren entsprechend schwächer. Andererseits nimmt man natürlich auch nicht alle, ne? Man nimmt die ersten zwei, drei oben und die ersten zwei, drei unten und tut sie einfach mal in seinen Feature-Set dazu.